Hänslers schnelle Nummer. Heute gibt es Rostbeef. Hier. Einfach nur weiße Zwiebeln in Butter, Baguette. Die ein bisschen mit Knofi einreiben. Und dann rösten wir hier in dem Olivenöl. Haben wir so eine Ochsenherztomate. Zwei etwas dickere Scheiben. Kleines bisschen Olivenöl drauf. Hauen wir das in eine Grillpfanne. Eine schöne Grillspur da reinbrennen. Leichte Röstaromen, bisschen Knoblauchflavor. Jetzt fängt es an zu blubbern und das ist das, was wir auch wollen. Kleines bisschen Honig. Wup. Weil das Ganze löschen wir jetzt ab mit Balsamico. So. Jetzt holen wir uns die Tomate aus der Grillpfanne. Grillspur, das heißt Geschmack, auch in die Pfanne rein. Ich hau einfach ein bisschen von meinem Italien-Gewürz dran. Und jetzt kommt hier unsere Rostbeef-Scheiben rein. Basilikumblätter. Reingeben. Ganz ein bisschen durchmengen. Oben drauf auf das geröstete Baguette. Mit etwas Parmigiano. Der schmilzt natürlich jetzt auch ganz leicht.